Einen schönen guten Morgen. Das war unser traumhafter Ausblick mit einem schönen Wasserfall. Und hier ist unser wundervolles Hotel, das Hotel Union Eue, 1918 erbaut, schon von Kaiser Wilhelm als Sommerfrische genutzt. Heute auf Etappe 5 der Bentayga Extraordinary Tour geht es von Norangsfjorden, wo wir gerade sind, durch die Telemark nach Süden an die Westküste Schwedens. Viel Spaß dabei und los geht's. Der Bentley Bentayga verfügt über die erste aktive elektronische Wankstabilisierung auf 48 Volt Basis und erreicht damit außergewöhnliche Reaktionsschnelligkeiten. Das System greift, sobald sich das Fahrzeug in einer Kurve neigt oder wenn wir uns auf einem holprigen Weg befinden, und hält die Kabine mit den Passagieren stabil. Und dadurch erhöhen wir natürlich den Fahrkomfort ungemein, was uns gerade auch hier auf den kurvigen Straßen um die Fjorde in Norwegen und in den holprigen Bergen ganz gut zugute kommt. Wir sind gerade jetzt beim nächsten Tankstopp. Wir fahren von den Fjorden jetzt so langsam ins Landesinnere, werden gleich Oslo passieren, haben schon eine ganze Strecke hinter uns gebracht. Beeindruckend für mich ist, dass der Bentley Bentayga gerade mal bei meiner Fahrweise zumindest 10,5 Liter Sprit verbraucht hier auf den norwegischen Landstraßen und Autobahnen. So Kai, wir sind jetzt hier wieder zurück in Schweden auf einem Fischerboot, fahren auf eine kleine private Insel für unser Dinner. Was sagst du dazu? Ja, nach einem langen, anstrengenden Tag heute, viel zu fahren, ist es natürlich eine willkommene Abwechslung, jetzt mal hier schön an der frischen Luft zu stehen, auf dem Meer zu stehen. Wir sind auf eine kleine Insel erstmal vorgefahren und aus dem Hafen jetzt ausgelaufen mit dem Fischkutter. Und jetzt geht's auf die Insel, wo wir den frischen Fisch zubereitet bekommen. Und ich freue mich riesig und wir lassen den Tag dann schön ausklingen. Wir freuen uns auch, spannende Eindrücke heute und morgen geht's genauso toll weiter.